Leute, wir sind in der Top 10 von der ganzen Welt. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute spielen wir wieder Ninja Legends. Und ja Leute, wir sind hier und tatsächlich, wir haben es geschafft, beziehungsweise ich habe es geschafft. Wir haben hier das Pack und mit dem Pack haben wir es möglich gemacht, 2.12 TRV zu bekommen. Und das reicht aus, um auf Platz 14 weltweit auf dem Coins Leaderboard zu kommen. Und ja Leute, ich war auf Platz 10, aber leider habe ich ausgesehen die Aufnahme gelöscht. Und ja, es kann mal passieren. Ich habe aber einen Screenshot davon, das heißt, hier werde ich ihn euch einblenden. Ich war auf Platz 10, das heißt, ich war einer der besten 10 Spieler der Welt. Und ja, auf dem Ninjutsu Leaderboard bin ich auch auf Platz 52, da seht ihr meinen Namen. Hier seht ihr auch meinen Namen, Platz 14 zur Zeit. Und ja, ziemlich cool auf jeden Fall, Leute. Wir sind einfach einer der 10 besten Spieler der Welt, quasi. Kann man so sagen. Wir haben alle Inseln freigeschaltet. Wir sind, alle Elemente haben wir auch freigeschaltet. Und wir haben auch den letzten Rang freigeschaltet. Und das beste Schwert haben wir auch freigeschaltet. Und ja, ich zeige euch jetzt mal kurz so, was wir hier machen können und sowas. Aber davor, bevor ich euch das zeige, Leute, ich dachte mir mal, ich kaufe mal einen VIP-Server für die Community. Das heißt, ich kaufe euch einen VIP-Server, wo ihr drauf spielen könnt. Falls ihr nicht von anderen Leuten gestört werden wollt. Und da werde ich dann manchmal auch vielleicht drauf spielen. Das heißt, vielleicht könnt ihr mich da antreffen. Ich werde ihn jetzt einfach mitten in der Aufnahme kaufen. Dafür gehen wir jetzt erstmal hier aus dem Spiel raus. So Leute, dann bin ich jetzt hier angekommen. Und wir drücken jetzt einfach auf Create VIP-Server. Nennen den Server JoJo Army. Und kaufen den Server jetzt. So Leute, dann stellen wir jetzt hier ein, dass Friends joinen können und generieren einen Link, und den Link hier findet ihr in der Videobeschreibung oder auf meinem Discord-Server, Leute. Falls ihr noch nicht auf meinem Discord-Server seid, könnt ihr gerne beitreten, ein Link auch in der Beschreibung. Und ja, den Link hier werdet ihr in der Videobeschreibung finden, da könnt ihr drauf joinen. Falls ihr mal nicht klappt, der Server läuft wieder in einem Monat ab. Und ja, ich mache das hier mal gerade aus. Oder komm, ich lasse es einfach an. 150 Robux im Monat ist nicht so viel. Und ja Leute, was cool wäre, wenn ihr hier mal in meine Roblox-Gruppe joint, Link ist auch in der Beschreibung. Und Leute, es fehlen noch 4 Leute bis 5000 Member. Wenn du der 5000ste sein willst, vielleicht bist du ja der 5000ste, dann join einfach mal in die Gruppe. Einfach Hashtag JoJo Army hier bei Suche eingeben. Einfach JoJo Army hier eingeben, in Groups suchen. Dann findest du die Gruppe hier schon. Oder einfach in die Beschreibung gucken, dann siehst du hier die Gruppe. Und ja, wäre cool, wenn du hier auf den Join-Knopf drücken könntest und hier im Store, wenn du hier was kaufst, hier gibt es coole Kleidung. Ich blende euch gleich ein, auch wie die aussieht. Wenn du dieses Donate Big oder das Donate T-Shirt holst, kriegst du sogar den Donator oder den Donator Big Rang. Und ja, das würde mich sehr unterstützen, wenn du hier joinst. Und die T-Shirts sehen ungefähr so aus. Okay Leute, das haben wir dann auch geklärt, dann lasst uns mal auf den VIP-Server von mir joinen und da könnt ihr wie gesagt auch alle kostenlos drauf, natürlich wenn er voll ist, ist er voll, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass er permanent voll sein wird. Und ja, jetzt haben wir hier erstmal meine Ruhe vor anderen Spielern und ich kann euch jetzt mal ganz genau zeigen, wozu so ein Maximal-Level-Spieler fähig ist. Ja, wir haben wie gesagt hier diese Pets und wir haben uns einmal dieses Pack hier geschenkt bekommen, das hier, und ja. Ich mache mal kurz die Musik und die Duelle aus und ich zeige euch mal kurz meine Pets. Ich habe 3 hiervon equipped und Leute, hiervon werde ich 4 Stück in den Kommentaren verlosen. Das heißt, falls du die Möglichkeit haben willst, eins davon zu gewinnen, schreib einen netten Kommentar mit deinem Roblox-Namen in die Kommentare, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke und like dieses Video, Leute. Schaffen wir die 500 Likes? Schaffen wir das? Und ja, ich habe mir immer noch nicht diesen Permanent Island Unlock-Ding gekauft. Aber Leute, ich mach jetzt eine Aussage. Wir werden es zu, ich denke mal zu 90% werden wir es nicht schaffen, aber ich glaube, das ist auch gut so, weil dann muss ich es nicht kaufen. Aber Leute, wenn dieses Video 1000 Likes erreicht, das heißt das Doppelte von dem, von meinem Ziel, sage ich mal, wenn dieses Video 1000 Likes erreicht, dann kaufe ich mir hier diesen Game Pass für 4500 Robux. Leute, das heißt, alle mal einen Like da lassen, falls du dieses Video guckst und falls es dir gefällt natürlich auch. Dafür ist der Like-Knopf definitiv da. Und ja, Leute, so, was können wir? Also, wir haben auf jeden Fall hier dieses Pack. Und dieses Pad hier ist ziemlich, ziemlich OP. Und, Leute, ich zeige euch gleich mal meine Stats. Aber bevor ich euch meine Stats zeige, gucken wir uns jetzt mal an,
Wie viel Chi bekommen wir hier aus der Golden Master Island Kiste raus? Das ist ja so die krasseste Kiste, das ist mit die krasseste Kiste. Und wir kriegen einfach. Eieieiei. Wir haben gerade 136 QI und jetzt haben wir 769 QI. Und damit, Leute, mit diesem Chi können wir hier hingehen. Also ihr dürft auch nicht vergessen, wir haben gerade das 50-fache Coins und Chi-Event. Aber mit diesem Chi können wir hingehen und zu dem Altar auf, nicht zum Altar auf Element, sondern zum Pet-Cloning-Altar gehen. Und beim Pet-Cloning-Altar können wir einfach die Pets für euch duplizieren. Hier die, zack. So, klonen wir ein paar Mal. So, ein paar Mal geklont. Jetzt haben wir davon ein paar mehr. Das sehen wir jetzt. Zack, zack, zack. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal einiges. Und davon werde ich noch mehr klonen. Und an euch in Streams verlosen. Und wie gesagt, in den Kommentaren auch. Aber falls du den Stream dann auch nicht verpassen willst, ich streame manchmal und verlose diese Pets, dann aktiviere auf jeden Fall die Glocke. Die ist dafür da, dass es dir halt angezeigt wird, dass ich streame und auch ein Video neu hochgeladen habe. So, Leute. Auf jeden Fall, ich bin ziemlich froh, dass ich hier auf Platz 14 bin. Und ich war auf Platz 10, das heißt, ich war in der Top 10. Und ja, so, Leute, wie gesagt, wir haben hier die beste Karma-Area. Und die werde ich euch jetzt auch mal zeigen. Wir haben hier den fünffachen Multiplikator. Wir haben gerade minus 2 Millionen Karma und 3 Millionen Seelen. Ich zeige euch gleich auch mal meine Stats. Wobei, ich zeige euch aber jetzt meine Stats, Leute. Das hier sind meine Stats, genau. Ich habe, Leute, guckt euch das an. 13.999 Minuten. Leute, oh mein Gott. Es wird jetzt im Moment auf 14.000 Minuten springen. Hier mein Total Ninjutsu 7.13 SE. Und das ist schon echt ordentlich. Total Coins 2.13 TRV. Leute, habt ihr diese Zahl schon einmal gesehen? Ich glaube nein. Ich glaube, diese Zahl habt ihr noch nirgendwo gesehen. Total G 802.4 QI ist auch ganz okay. King Time ist der King of the Hill ist langsam mittlerweile eigentlich unnötig. Also, den benutze ich nicht wirklich. Den benutzt, glaube ich, auch niemand mehr. Also, da sind die Trainings Areas und so besser. Hier kriege ich einfach nur so ein bisschen leicht. Und Leute, es ist auf 14.000 Minuten gesprungen. Wir haben dieses Spiel 14.000 Minuten gespielt. Ich werde jetzt mal gerade live mit euch ausrechnen, wie viele Stunden das sind. Okay, Leute, hier haben wir einen Rechner. Und wir müssen jetzt einfach hier die 14.000 eingeben, das dann durch 60 teilen. Weil eine Stunde hat 60 Minuten und das sind 233 Stunden. Und ja, wenn wir das jetzt, also wenn wir jetzt, wir nehmen jetzt 233 geteilt durch 24. Es sind, Leute, es sind 9 Tage am Stück habe ich dieses Spiel hier gespielt. Oder beziehungsweise nicht am Stück, aber insgesamt 9 Tage habe ich dieses Spiel hier gespielt. Und das ist echt nicht wenig. Natürlich kann ich das jetzt nicht mit dem hier vergleichen, mit dem Timeplate hier. Der erste hat einfach, der hat nicht 14.000 Minuten, der hat 140.000 Minuten. Das ist schon ein Unterschied und hier bin ich auf jeden Fall nicht drauf. Ja, und der Highest Jump, das sind alles Glitcher, Leute. Die haben sich einfach alle hochgeglitscht. Schade, dass das Leaderboard nicht lädt. Ich würde gerne wissen, ob ich hier vielleicht drauf bin, aber ich gehe eher von Nein aus. Auf dem Ski-Leaderboard bin ich auch nicht drauf. Das ist nämlich noch verbuggt. Hier, ich habe schon mehr, als da steht, aber ich werde hier nicht drauf sein, weil ich habe nicht so viel Ski. Aber wir können es ja trotzdem mal auschecken. Nein, Leute, ich habe mich jetzt hier nicht gesehen. So. Aber hier bin ich auf jeden Fall. Und hier bin ich auch. Ich glaube, ich bin. Ja, ich bin irgendwo hier bei den 50ern. Ja, da bin ich. Bei Platz 52 bin ich ziemlich stolz drauf. Der erste hat jetzt einfach 4. Der hat auf jeden Fall Spaß gehabt. Wir testen jetzt mal aus, wie viel Ninjutsu bekomme ich pro Schlag mit dem besten Schwert und meinen Pets und meinem Rang und alles. Und wie viel gibt ein Boss? Also, mit einem normalen Schlag kriege ich 3,7 Kua Ninjutsu und das ist echt eine Menge. Der Boss hier spawnt in 30 Sekunden, das können wir gerade mal abwarten. Und so lange. Und da kommt der Bam. Okay, so, das ist der beste Boss im Game, Leute. Die könnten ruhig mal einen neuen Boss hinzufügen, weil der hier ist schon ziemlich lang drin. Nachdem die den Center-Boss entfernt haben, ist der schon einen Monat oder so vergangen. Und wir haben keinen neuen Boss. Der Center-Boss war damals der stärkste. Und jetzt ist das hier der beste. Mal schauen, wie viel Chili der uns gibt. Wir schlagen ihn jetzt mal so um die 100 bis 200 Mal. Okay, wir haben jetzt 100 Mal ungefähr geschlagen. Zack, schlagen wir ihn nochmal. So, 100 Mal. Wir haben einen QI. Okay, so schlecht ist das nicht. Aber ich würde ihn jetzt nicht kämpfen. Ich würde einen besseren Boss bevorzugen. Das heißt, im nächsten Update kommt maybe vielleicht ein Boss. Wäre ziemlich cool. So, Leute, jetzt gehen wir hier hin. Hier haben wir einen 75-fachen Ninjutsu Boost, einen 75-fachen Coins Boost mit Autocell. Und wir kriegen 60 Chi pro 3 Sekunden. Das wird natürlich noch mit den Multiplikatoren verdoppelt. Hier seht ihr, wir haben 7,58 QA Chi bekommen.
um wie viel Ninjutsu bekommen wir pro Schlag? Zack. 277,6 Kua Ninjutsu pro Schlag. Und das ist ordentlich. Das ist nicht schlecht, Leute. Ja, das kriegen, glaube ich, die wenigsten von euch. Das ist ziemlich cool. Was ich auch ziemlich cool finde, dass hier alles so bunt ist. Normalerweise hatte ich immer dieselben Pets equipped. Aber seitdem ich dieses Pack habe, ist alles so, es ist so bunt. Ihr seht, das sind alles unterschiedliche Farben. Das ist ziemlich cool. Und ja, Leute, wenn ich das jetzt verkaufe, werdet ihr sich hier nichts an der Zahl ändern, weil diese Zahl hier einfach gigantisch ist. Ich kann euch nur mal kurz sagen, welche Elemente so die sinnvollsten zum Farmen sind, aber die besten halt für die besten Elemente generell für die Kisten sind die beiden hier, Lightning und Element, weil hier gibt es halt diesen, nicht Element, sondern Electrol, hier gibt es halt diese Multiplikatoren für die Ränge zum Beispiel. Ihr seht, der Rang hier normalerweise, der Dragon Evolution Form 5 Rang hat normalerweise einen Rank Boost, also einen Multiplikator von 2 Millionen. Aber wegen diesen ganzen Boosts habe ich einen von 16 Millionen und das ist schon ein Unterschied. Hier bei den beiden kann man dann ein Pad mehr equippen. Das lohnt sich auch schon ordentlich. Also ein Pad mehr equippen ist schon gut. Was hier an dem ganz, ganz cool ist, ist, dass die Kisten keine 6 Stunden mehr zum Respawn brauchen, sondern einfach nur 4,5 und das spart man sich ordentlich Zeit. Und der Rang hier und der Rang hier, also die beiden Elemente, sind gut fürs Tiere ausbrüten und sowas. Weil hier bekommt man immer ein Immortal und das Klonen ist billiger. Und hier oben kriegt man immer 2 Pets pro Egg, also pro Crystal, den man öffnet. Und man schlägt mit dem Schwert noch schneller, das heißt, wir schlagen hier noch schneller. Das ist natürlich auch ordentlich. Also alle Elemente sind gut. Natürlich, vorausgesetzt, ihr setzt euren Rang dafür zurück, also auf Rookie. Aber wenn ihr euch meine Videos anguckt, seht ihr, wie ihr das ganz schnell machen könnt, dass ihr wieder den besten Rang habt. Ja, Leute, dann würde ich sagen, an der Stelle war es das dann mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet hier was drauf lernen. Wie gesagt, ihr könnt den VIP-Server gerne für euch selber benutzen. Ihr könnt hier drauf joinen, farmen und mit meiner Community euch kommunizieren. Wie gesagt, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Like da und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Dann würde ich sagen, haut rein und ciao, Leute. Oh, yeah.